Hallo, mein Name ist Klaas aus Oldenburg und heute machen wir euch fertig. Hallo, ich bin Benni, 32, Körpertyp Regentonne. Dennis, 23, im Gegensatz zu Tommy Schmidt habe ich ein Buch geschrieben. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song, eurem liebsten Songformat im gesamten deutschen Internet. Heute mit zwei unglaublich tollen Kultpersönlichkeiten. Zu meiner Linken, Klaas Häufer Umlauf! Und zu meiner Rechten, Wildcarder Dennis! Ja! Habt ihr Bock, mir hier zu stehen? Dann schreibt doch jetzt mal euren Lieblingssong in die Kommentare. Bedaumt das Video positiv oder negativ. Und schreibt in die Kommentare, welches Gastgeschenk ihr uns mitbringen würdet. Dennis hat was Tolles dabei. Da bin ich mal später ganz gespannt, was das sein kann. Ob es mich freut oder ob es in die sogenannte Gästetonne wandert. Klaas, du bist ein Kult-Ex-VJ. Muss man VJ noch erklären? Eigentlich muss man sagen, was das ist. Das ist so ein Mod. Ein Mod für Musikfernsehen. Ein Videojockey. Und du wurdest einer großen Meute bekannt als Kandidat beim großen ProSieben Ochsenrennen. Er macht zwei Schritte und lässt die anderen so grußlos im Wind stehen. Wie ist denn das so, eine Tonne zwischen den Beinen zu haben? Der, das ist doch schön, oder? Das ist mir auf den rechten Fuß getreten, Alter. Ja, ja. Da wäre es bald zu Ende gegangen mit Ross Anthony. Wie ist er fast gestorben? Der wäre fast von einem 2 Tonnen schweren Ochsen totgetreten worden. Es war so ein Stück, man konnte den Hufabdruck im Boden sehen und daneben lag Ross Anthony und nur seine Frisur hat ihn geschützt. Everybody needs a little time away. The Scorpions Eternal. From each other. Even lovers need a holiday. Ich weiß nicht, ich hab's schon gehört, aber wenn ich. From each other. Ich kenne das Lied, aber. It's hard for me to say I'm sorry. Hallo. Von dem Musical oder was? Oder ist das eine Band? Chicago ist eine Band. Das ist eine Band oder was? Aha. Okay, naja. Könnte ich ja mal in Zukunft vorstellen. Chicago heißt doch deine Lieblingspizza, oder? Aber Pizza Chicago, ne? Genau. Dennis, du bist 23 Jahre jung. Du kommst aus Göttingen. Und dafür gibst du mal einen riesengroßen Applaus. Also, ich wohne jetzt in Göttingen. Ja, du kommst gebürtig aus, lass mich vorgreifen. Aus wem denn? Wedem. Wedem. So, Wedem. Ja, ist gar kein N. Und wo ist das? Wo liegt Wedem? In der Nähe Osnabrück. Alles klar. Jetzt in Göttingen. Was treibt dich nach Göttingen? Warum denn dahin? Hast du da ausgelost oder hast du gewürfelt? Ich studiere Deutsch. Was willst du mal werden? Mein Ziel ist es, Autor und Redakteur zu werden. Us girls, we are so beautiful. Braucht ihr gar nicht buzzern. I kissed a girl, Katy Perry. Ja! Ich werde wirklich mich als von der Popkultur abgehängter heute hier präsentieren. Katy Perry ist doch Kult, ja, neue trotzdem, Madonna. Ich schaue nur in die Rücklichter eurer Generation. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber Katy Perry ist doch eine damals, dass er rauskam, warst du 25. Da war ich schon Mitte 40. Tut mir leid, das ist lange her. Einfrieren. Ja, Katy Perry macht gar keine Mucke mehr, die ist nur noch in dieser komischen... Die ist in Las Vegas, das weiß ich. Nee. Doch, die hat doch in Las Vegas hat die so eine Show, wo die da irgendwas aus ihren Brüsten schießen kann. Hab ich gesehen, ja, okay. Im Fernsehen. Kannst du auch aus irgendeiner Körperstelle rausschießen? Aus deinem Kopf natürlich, weil du ein kreativer Redakteur bist. Ja, das stimmt. So. Hast du recht. Warst du schon mal in Las Vegas? LV, wie ich sage? Nee, und das juckt mich auch wirklich nicht. Alles klar. Also ist wirklich uninteressant. Alles klar. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. Das ist doch deine Generation. Ich weiß das nicht, kann mir das nicht mehr. What you gonna do, Bee Gees? Bitte? Also, ich wusste, dass nicht die Bee Gees sind. When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. Bad Boys, ganz klar. Von DMX und Busta Rhymes. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, Aber die haben doch irgendein anderes Lied, was wesentlich bekannter war. Kann das sein? Good Boys. Alalalalong, genau. Auch wenn man den Text sich genau anguckt, nicht mehr so zeitgemäß, ne?
Also wir sind poly-aged, sagt man, glaube ich, ne? Ja. Schade. Dennis, du bist ein absoluter Kult-Wildcarder jetzt schon. Durch deine trockene Art hast du einige Herzen schon erwärmt auf deiner Seite gezogen. Was macht unsere Show so einzigartig? Hau mal raus. Boah. Das ich jetzt noch nie gehört. Sometimes I wanna let go, start over from the get-go, Let's go, Tate McRae! The role I've played, I've grown, I'm somewhere in between. Sometimes I wanna let go, start over from the get-go. Let go, Ellie Goulding? Von wem ist das? Ellie Goulding? Hast du das schon mal? Lucky Lee. Leonie ist doch in der DSDS-Jury. Ja, total geil, DSDS. Die kenne ich, weil der Bullen sich nicht den Namen merken konnte. Ja, genau, den Leonardo Hader oder hat sie den genannt. Genau. Ich weiß keine Ahnung, exotischer Name. Scheiße, du. Klar, ich komm in die Jury, komm zu DSDS. Mhm. Komm her, ey, ich du bist aber, rein. Das ist ein bisschen wie, du musst bald wahrscheinlich, kannst du nicht mehr viel damit anfangen. Das ist wie bei Jörg Knör, der nur noch so. Der hat einen Bambi, Vorsicht. Der hat einen Bambi, aber trotzdem sind dann so seine. Ja, der kann nur die alten Figuren, die kein Mensch interessiert. Willy Brandt oder ja, genau. So. Man sagt, ja, aber es ist dann lange her. Green Day, Basket Case. Nein! Ach, darfst du nicht? Ui. Ich weiß es doch jetzt, aber jetzt gib mir doch einmal, ich weiß ein einziges Lied, ich werde sowieso nichts mehr wissen. Es ist das andere Lied. Das regt mich auf, dass ich das weiß. Good Charlotte? Nein. Nein, lass mir sagen. Er sagt es auch nicht. Ich kenne es, weiß ich nicht. Das hat er doch jetzt gerade gesungen. When I Come Around. Das ist Green Day. Das ist ein zweites Lied dann. Was? Aber von dem grünen Album ist das. Von 1982. Dennis, du studierst Germanistik und arbeitest als Haushaltshilfe für eine Familie und einen MS-Kranken. Dafür gibt es einen Riesenapplaus. Was macht dir an dieser Arbeit am meisten Spaß? Boah, also ich würde von mir sagen, dass ich empathisch bin und das einfach generell gut kann. Und es ist einfach eine gute Arbeit und die würde, glaube ich, jedem Menschen gut tun. No postcode envy. Lord Royal? Seid ihr interessiert ihr euch für diesen Royal-Kram? Jetzt gab es ja das große Buch vom Harry. Das ist ja ein Bestseller. Ja, der hat ja alle ausgepackt jetzt. Was da passiert ist. Wer ist das? Prinz Harry. Prinz Harry. Ach so, ja, komm. Bist du interessiert in dieser Welt? Mich interessiert das norwegische Königshaus, weil die ja doch die Schwester vom Prinz Hakon ist doch mit dem Sexschamanen zusammen. Ist das so? Die hat einen Sexschamanen und will ihn jetzt heiraten. Und das jetzt gibt es immer so diplomatische Antworten auf die Teilnahme vom Sexschaman in der royalen Familie. Und der Prinz Hakon hat jetzt so öffentlichkeitswirksam gesagt, also er könne schon in der royalen Familie mit sein, aber er müsse irgendwie gucken, dass er das mit der Sexschamanerie einschränkt. Also im Prinzip sagt er soll aufhören mit der Bumserei, aber er hat das Royale ausgedrückt. Und das interessiert mich. Wann lässt du es denn sein mit der Bumserei? Also kommt mal irgendwann ein Alter, wo man sagt, ich hab keine Lust. Ja, das kann sein. Da weiß ich nicht, ob das dann irgendwann wahrscheinlich, das entscheidet der Körper irgendwann. Ich glaube auch. Das ist dann nichts mehr, was der Kopf macht. Der Kopf ist irgendwann hat dann keine. Wenn man sich mit sich nicht mehr hochwuchten kann, dann. Das ist einfach irgendwann merkt man, es reicht einfach zu essen. Es gibt auch wichtigere Sachen. Ja. Zu spät. Evanescence mit. Linkin Park, what I've done? Nee, ich bin so dumm. Oh. Linkin Park stimmt. Du musst ballern, ne? Linkin Park stimmt. Numb. Punkt. Was heißt eigentlich Numb? Taub. Ja.
Ich bin gerade ausgeflippt und hatte einen emotionalen Ausbruch. Ich habe das mitbekommen. Ich habe meinen emotionalen Ausbruch. Ich habe aufgrund meiner Schulterpolster nicht gespürt. Ich habe gemerkt, dass ich da war. Was ist passiert? Ich bin gerade total. Manchmal passiert mir, dass ich emotional so aus der Haut fahre. Ja. Und das war gerade. Das ist doch wunderbar. Das passiert einmal in 10 Jahren. Und das war für mich der schönste Moment der letzten 10 Jahre. So, Dennis, bist du noch an? Was? I am not the one to meine Musik! Weg! Ach nee. Wie heißen diese drei? Eins. Türkei? Betty, Child, say my name. Ja! Fuck, 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 fuck! Ist das geil! Damit gehe ich in Führung. Klaas, ich habe noch was über dich. Und zwar, welche Musik hörst du vor Aufzeichnungen? Vor Aufzeichnungen zum Hochpumpen? Ja. Gibt's da sowas? Hardstyle. Titanium. Und zwar ist das Sia mit David Guetta. Und Tanzmode. Du bist zu schnell. Du hast ein Geschenk mitgebracht, lieber Dennis. Da bin ich mal ganz gespannt. Also einmal habe ich ein Bild für das Studio gemalt. So, hier und Das kriegt man gut in Ordnung, ne? Ja. Und ich schreibe sehr gerne in meiner Freizeit und ich habe die letzten 1,5 Jahre ein Buch geschrieben. Und ein Kumpel von mir, Leo, kam auf die Idee, das als Cover, als Buch rauszubringen mit richtigem Hardcover. Ja, genau. Ist das ein Roman? Ja, ist ein Roman. Kannst du dich auch mal gemütlich hinsetzen? Ein bisschen fünf gerade sein lassen? Schmökern. Genau. Michael Jackson, Rock With Me. Rock With You. I wanna rock with you, Michael Jackson. Oh Gott! Michael Jackson, Rock With You? Richtig! Klaas, du kannst auch Moonwalk. Willst du mir zeigen? Nee. Oh, das wäre klasse. Ich probiere den mal eben. Ich frage mich seit heute Morgen, warum du Lackschuhe anhast. Und jetzt weiß ich das. Das ist extra wegen diesem. Wie lange planst du solche Sachen? Du hast seit 4 Stunden hast du diese Schuhe an. Und dafür jetzt. Extra für diesen Move. Ich kenne die Playlist, die reinkommt. Wahnsinn. Toll. Neulich habe ich einen so richtig aufgemischt. 7 gebrochene Knochen und ein blutiges Gesicht. Er fragte sofort, was hab ich dir denn getan? Du hast geguckt. Du hast geguckt. Auf dem Männerpissoir kam mir einer viel zu nah. Ich schlug ihm sofort die Zähne ein und auch noch das Nasenbein. Er fragte sofort, was hab ich dir denn getan? Du hast geguckt. Du hast So, jetzt hau ich mal richtig raus. Die Kassierer, ja. Du hast geguckt. Richtig. Du hast geguckt. Du hast geguckt. Ich hätte, bei den Kassierern hätte ich das Schlimmste, wenn das Bier alles hätte ich wohl erkannt. Ich scheiße in den kopflosen Rumpf von Uwe Seeler. Hätte ich auch erkannt. Aber ausgerechnet den Song kann ich nicht verraten. Schade, den größten Banger. Bist du öfters irgendwo, wo es Kassierer gibt? Supermarkt. Alles klar. Everybody looking at me, glancing a kid, wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba, I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Will Smith getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Weißt du denn das? Na ja, wenn man einfach 500 Jahre alt ist, dann kennt man das. War der eigentlich vorher Musiker und dann Schauspieler, oder war er Schauspieler und dann Musiker? Und dann Wrestler. Ja, ist ja Wrestler. Genau, ja, ja, jetzt schlägt er zu und macht damit, macht und verliert damit Geld. It's my life, take it on me, set me free, what's that drama? Dr. Alban, it's my life. It's my life, it's my life. War doch mal so ein Jingle-Song von Arabella oder von Britz. Von so einer Talkshow war das mal. It's my life. Das ist ja aber später dann, das kam später. Das war ja, das war 2000er. Keine von den Ur-Talkshows. Nee, das nicht. Es muss bei Franklin gewesen sein.
Das kann sein. Ja, das der, ist sein. Ja jetzt, der hat eine Produktionsfirma, der ist ja Magier. Ja, ja, ja. Fiction geht auch für die Hälfte. Das ist Franklin. Ja. Wir erinnern uns. You find it happens all the time. Die Retro-Dinger jetzt. Love will never do what you want to do. Tom Jones, It's Not Unusual. Wenn die alte Schicken rausgeholt und ich krieg hier Katy Perry. Bananau, Post Malone. War das jetzt das Golden Goal? Ist jetzt vorbei? Okay. Und damit gewinne ich die. Gutes Spiel. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Dankeschön. So. An dieser Stelle einen riesengroßen Applaus für Dennis! Und natürlich auch einen riesengroßen Applaus für Klaas Wolfer-Umlauf. Wir Gentlemen verziehen sich ins Zigarrenzimmer und wünschen euch noch einen schönen Rest, ja, Nachmittag, Morgen, je nachdem, wie euer Tagesablauf aussieht. Oben gibt es eine tolle Empfehlung von mir, und zwar von 100 Hektar Heimat. Jägerin für einen Tag. Wie schlägt sich Landwirtin Ronja? Und unten gibt's, erkennst du den Song mit? Joko Winterscheid. Tschüss! Ich habe keine Lust!